Fan. Hallo. Hallo. Sehr gut gemacht. Euer erster Fernsehauftritt? Ja, hier ja. Was ist aufregender, auf der Bühne Ballett zu tanzen oder mal ein Fernsehinterview zu geben? Eigentlich jetzt hier ist mehr nervös. Wirklich nervös. Auf der Bühne sind wir mehr zu Hause. Es ist doch ein wahnsinnig harter Job, oder? Ja, es ist sehr schwer. Muss man alles mit dem Körper arbeiten und manche haben nicht so viel Talent von Natur und da muss man viel arbeiten und jeden Tag das Gleiche machen und viel aufmerksam sein. Wie viele Stunden trainiert ihr am Tag? Von 11 Uhr bis 10 Uhr Abend. Macht ihr auch irgendwas anderes außer Balletttanzen? Na, so am Wochenende irgendeinen Spaziergang oder Schwimmen oder Lesen, solche Sachen. Aber jetzt auch in der Party gehen, oder? Ihr geht auch mal abends weg in Stuttgart zum Beispiel? Natürlich. Wir möchten ein bisschen andere tanzen auch. Heute Abend sind wir mal im Stuttgarter Nachtleben unterwegs, genauer gesagt im Kellerclub mitten im Herzen von Stuttgart. Manege Rustique, die Burlesque-Show, die schauen wir uns heute an und wir dürfen vorher schon mal Backstage schauen. Also kommen Sie mit. Wenn man Burlesque googelt, dann kommt auf jeden Fall Striptease, Ausziehen, Erotik. Ist es das, worum es heute Abend geht? Liegt da der Fokus drauf? Unser Fokus liegt nicht unbedingt nur darauf, auf der Erotik. Die Erotik gehört natürlich dazu. Burlesque kommt aus dem Kabarett der 20er Jahre. Burlesque bedeutet aber frei übersetzt Schabernack. Und das ist, was ich hier gerne auf die Bühne bringe. Wir haben viel Humor und das möchten wir den Leuten gerne zeigen, dass Burlesque eben auch was anderes sein kann als nur Glitzer und Glamour. Ich erwarte heute eine super Show einfach. Eine reizvolle Show, sind ja auch Männer anwesend. Keine Ahnung, ich war bei sowas noch nie und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Um uns dann selber auch anfangen auszuziehen. Ich bin bereit. Herzlich willkommen bei der Manege Rustique Burlesque Show. Mir gefällt besonders gut die Kreativität von den Künstlerinnen. Naja, die Stimmung und dass man endlich mal wieder eine Burlesque-Show hat in Stuttgart. Also es ist ja schon öfter was, aber ich freue mich eigentlich jedes Mal auf die Manege Rustique. Also ich bin nicht das erste Mal da. Manege Rustique Burlesque, also eine Show, die mich absolut überrascht hat. Es ist der Wahnsinn. Ich kann es einfach nur empfehlen. Kommen Sie mal hier vorbei im Kellerclub. Und jetzt machen wir weiter mit unserem Interview. Viel Spaß! Also abends weggehen, sagt ihr ab und zu mal, aber was ist sonst so anders im Leben bei euch als jemand, der kein Ballett tanzt? Was ist der größte Unterschied? Die Bühne. Ja, wir haben Bühne. Es ist für uns, also unser normaler Job ist nicht sitzen und schreiben oder was machen, wir tanzen und das ist, ich finde, die schönste Kunst. Ist das wie eine Sucht? Es ist, weil zum Beispiel, wenn wir mehr als 2 Tage frei habe, dann wird alles sehr langweilig. Und aber jetzt muss man sagen, ihr könnt das ja nicht machen, bis ihr 70, 80 seid. Irgendwann ist es leider vorbei. Wir können das alles wirklich. Aber was macht ihr dann? Weil dann wird euch langweilig. Unterrichten. Ja. Vielleicht, wir können auch Ärzte sein, weil wir wissen unsere Köpfe wirklich gut. Massage. Jetzt noch eine Frage. Ich interview gleich Birgit Keil, der die Tanzstiftung gehört. Das ist wahrscheinlich eine Respektperson für euch, ne? Gibt es denn irgendeine Frage, die ihr euch noch nie getraut habt zu stellen, die ich gleich mal fragen soll? Die schwerste Rolle, die sie getanzt hat, das will ich wissen. Das werde ich sie fragen. Ich sage euch ganz vielen Dank für das Interview.
Ich hoffe, wir sehen euch in aller Welt irgendwann. Ja, danke. Hoffentlich. Wir müssen Arbeit finden. Wir drücken die Daumen und wenn nicht, sind wir irgendwann bei euch in der Physiotherapie. Das ist ja auch ganz nett. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. So, wir sind zurück mit der Star-Ballerina Birgit Keil. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Danke, ich freue mich. Wir haben gerade mit zwei Ihrer Studentinnen sprechen dürfen und die haben mir eine Frage mit auf den Weg gegeben. Die sind große Bewunderer, wie wir festgestellt haben, und die wollten von Ihnen gerne wissen, gab es einfach mal irgendeinen Auftritt, der für Sie ganz besonders schwer war? Die großen Rollen, die sind sehr, sehr, sehr kräfteverschleißend. Eigentlich alle, Schwanse vielleicht am allermeisten, aber auch die kurzen modernen Ballette. Ja, da brauchte man Kondition. Jetzt sind Sie eine der wenigen deutschen Spitzenballerinas, die es geschafft haben, eine Weltkarriere hinzulegen. Was ist das Besondere an Ihnen, dass Sie diesen Sprung geschafft haben? Aus meiner Erfahrung, seitdem ich lehre, weiß ich, was Begabung ist. Und ich war begabt. Sie hatten Probleme mit dem Rücken als Kind. Da hat der Arzt gesagt, Sie sollen Krankengymnastik machen. Ihre Mutter hat gesagt, nein, die schicken wir ins Ballett. Ich finde das unglaublich. Hat Ihre Mutter das gespürt oder was war da los? Ich war als Kind ständig krank. Mhm. Ständig. Und ich will es auch gar nicht aufzählen, was ich hatte. Aber ich glaube, das hat mich zäh gemacht. Und meine Mutter liebte Ballett. Und meine Mutter hat sich gewünscht, dass ich sie hat bestimmt nicht an eine professionelle Karriere gedacht, aber dass ein Mädchen graziös sich bewegt zur Musik. Also sie hat immer Hausmusik gehabt, in ihrem Elternhaus haben sie Hausmusik gemacht. Nein, sie liebte den Tanz und ich durfte es machen. Und durfte sie noch ihre Karriere miterleben? Ja, meine Mutter ist jetzt 101, sie lebt noch. Nein, das gibt's ja nicht. Ja, doch. Wie schön. In meiner Sendung habe ich ja nicht nur Interviewpartner, sondern auch andere Künstler. Darum geht es ja in meiner Sendung. Lesen Sie ab und zu auch, Frau Keil, oder dafür gar keine Zeit? Ich lese, aber ich kann nicht morgens am Frühstückstisch sitzen und eine Zeitung durchlesen. Das geht nicht bei meinem Arbeitspensum. Aber ich lese sehr gerne. Lesen ist ja auch was Schönes und wir durften eine junge Autorin begleiten und da schauen wir jetzt mal rein. Sie waren am Marienplatz ausgestiegen. Am Rande der B14, wo die Zacke, die Stuttgarter Zahnradbahn, nach Degerloch hochfährt. Zwielichtige Gestalten trieben sich zwischen Büschen und Bäumen herum. Matthias grüßte einige von ihnen flüchtig. Bald begann der Weg etwas anzusteigen. Matthias fischte ein zerdrücktes Päckchen Zigaretten aus seiner Hosentasche, reichte Emilio eine Kippe und zündete sich selbst auch eine an. Wenn ich schreibe, dann kann ich quasi eine alternative Realität aufbauen, in die ich mich auch so ein bisschen reinflüchten kann. Das ist ungefähr dasselbe, wie andere Leute empfinden, wenn sie Romane lesen, und ich habe halt den Vorteil, dass ich mir diese Welt quasi selber erschaffen kann. Lena Hofhansel, 24 Jahre alt, in Ludwigsburg geboren. Die Liebe zum Geschichtenerzählen hat schon als Kind begonnen. Ihre Oma war froh, als sie endlich schreiben konnte. Dann hat sie ihre Fantasie nämlich nicht mehr von morgens bis abends erzählt, sondern aufgeschrieben. Im September ist ihr Buch mit dem Titel B14 Revisited erschienen. B14 Revisited bezieht sich ein bisschen auf ein Album und auch einen Song von Bob Dylan, der heißt Highway 61 Revisited. Und es geht dabei um die Autobahn, die quasi am Elternhaus von Bob Dylans Eltern und seinem persönlichen Elternhaus eben vorbeigefahren ist. Und das trifft eben auch auf die Charaktere der Geschichte zu mit der B14. Und deswegen heißt das Buch B14 Revisited. Das Buch handelt von der fiktiven Hausbesetzerszene in Stuttgart der 80er Jahre. Es geht um Liebe, Anarchismus und Musik. Ich weiß, es gibt Autoren, die schreiben über Orte, die sie nie gesehen haben oder einmal nur kurz bereist haben. Aber ich könnte das gar nicht. Man muss ja dann immer schreiben mit dem Stadtplan nebenher, damit man weiß, wo die Charaktere, in welche Straße sie einbiegen, wo sie gerade sind, wo sie hingehen, was sie machen. Und hier hatte ich eben alles schon im Kopf. Es ist übrigens das dritte Buch, das Lena geschrieben hat. Meistens entstehen ihre Ideen zu Hause, beim Musikhören. Zu Hause ist eine schöne Altbauwohnung in Stuttgart, in der sie zusammen mit ihrem Freund Claudio lebt. 2,5 Jahre hat es übrigens gedauert, bis das Buch fertig war. Zwischendurch wollte ich es dann schon immer mal wieder an die Wand werfen, weil man natürlich die ganze Zeit dieselbe Geschichte immer und immer wieder liest und sich immer und immer wieder damit beschäftigt. Aber insgesamt bin ich eigentlich schon zufrieden. Immer wieder packt Lena momentan ihr Buch ein, denn sie ist auf Lesetour. Das nächste Mal ist sie am 1. Februar 2018 im Flora und Fauna in Stuttgart zu sehen und vor allem zu hören. Ja, und wenn alles gepackt ist, ist endlich auch mal Zeit zum Relaxen.
Am liebsten auf der Couch vom Fernseher. Wir haben gerade Lena Hofhansel kennengelernt, die entspannt auch mal beim Fernsehen gucken. Das ist für Sie als Tänzerin wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, ne? Doch. Das ist, wenn ich dann halt erst um 2 ins Bett komme, ne? Können wir Sie wirklich auch mal vorstellen, dass Sie den Tatort gucken, sowas gibt? Doch, ich bin ein ganz normaler Mensch. Sie sind Stuttgart treu geblieben. Sie sind seit Ihrem 8. Lebensjahr in Stuttgart. Sie haben aber Angebote aus aller Welt bekommen. Warum haben Sie gesagt, nee, ich bleibe hier in der Landeshauptstadt? Es ist mein Zuhause hier und unser Publikum hier, das ist einmalig, das Stuttgarter Publikum. Das was ist denn so einmalig? Dass sie immer da sind. Dass also absolute Treue. Dass sie einen nie vergessen. Frau Kai, würden Sie uns noch was über die Veranstaltung heute erzählen? Was genau passiert hier, was genau wird gezeigt? Es ist jedes Jahr am letzten Wochenende, also dem Sonntag im November, wo wir hier die Möglichkeit haben, durch die Förderung der Sparda Bank unsere Stipendiaten zu präsentieren. Gibt es dann sowas, wie man sich verabschiedet als Ballerina? Sowas wie toi 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 oder sowas? Gibt es ein Ritual? Also toi 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 ist, wenn man Glück wünscht. Okay. Aber jetzt würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ich sehe Sie wieder. Auf Wiedersehen. Ich hoffe auch, dass ich Sie wiedersehe.